Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels. Hier ist euer Don Firenze und ich begrüße euch an diesem hoffentlich für euch schönen Sonntagnachmittag. Und ja, ich hoffe, wie immer, ihr seid dabei, wenn wir die nächste Folge, Folge 18 meines Let's Plays mit The Great War Western Front spielen. Ja, und ich wünsche euch viel Spaß. Und wenn es euch Spaß macht, lasst gerne euer Like da und eure Kommentare. So wie der liebe Fuchs das getan hat und mir einen Hinweis gegeben hat, dass man wohl mit Bombern hier tatsächlich ganz gut Schaden anrichten kann. Und das werden wir ausprobieren. Er hat gesagt, also da kann man durchaus mit einem Raid, so habe ich das mit einem Air Raid sozusagen, eine ganze Batterie an Geschützen wegmachen, was ja schon mal extrem gut ist. Und auch vielleicht ein oder zwei Stellungen auf einmal. Insofern würde ich fast vorschlagen, nachdem er das vorbildlich gemacht hat, gehe ich gerne darauf ein und ich verlasse meinen Giftgaspfad, zumindest mal für diesen kleinen Sidekick, und werde dann, sobald ich drei Punkte zusammen habe, entsprechend in die Bomber investieren. Ja, was bleibt nun zu sagen? Was bleibt nun zu sagen? Sollten wir von hier aus schon angreifen? Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Er hat hier ganz schön was zusammengezogen, ne? Wow. Seht ihr das hier? Das ist mir letztes Mal gar nicht aufgefallen. Wir haben neue Befehle. Ja. Ich denke, es würde sich rentieren. Ausrücken! Hier etwas zurückzuziehen. Warten auf Befehle. Wir sind unterwegs. Wir sollten gucken, dass wir Panzer hat er da auch. Wir haben unsere Panzer hier und hier stehen. Vielleicht kaufen wir mal geschwind noch zwei Einheiten Panzer. Warte auf Befehle. Setz sie unter Dampf. Und ziehen einen da rein. Und einen hier rein. Habe ich eigentlich dieses Ballonstechen? Das habe ich nämlich auch noch nicht. Das wäre auch nicht übel. Also vielleicht mache ich in der nächsten Runde die Bombe und dann das Ballonstechen. Ich halte das durchaus für gut. Und diese Sichtweite vielleicht. Also die nächsten drei Runden dann doch vielleicht eher auf Aufklärung bzw. Verschleierung setzen. Bereit machen! Bewegt euch! Ja, da ziehen wir ein paar raus. So, und hier wollen wir aber trotzdem hier angreifen, oder? Ich denke schon, dass wir das machen. Uns wird hier ein Sieg prophezeit. Das will ich denen auch geraten haben. Aber ich würde einmal hier in dieser Provinz Tatsache, gesamte Chorgeschichte. Stufe 4, Stufe 3 hat er schon. Haben wir noch einmal Nachschub? Ja, komm, ich denke, das ist wichtig.
Jetzt greifen wir erstmal von Calais aus an und versuchen ihn hier in Montreal ein bisschen zu pushen. Genau. Granatwerferstellungen und französische Tanks sollen wir hier zerstören. Und wir werden erstmal die Balance aufstellen. Wir sehen tatsächlich gar nicht mal so weit, ne? Wartet mal, ich probiere noch mal was. Ja, okay. Und hier drüben? Wir eh mal gucken, wie wir das hier mit den Gräben machen. Ja, wahrscheinlich genau so. Dann setzen wir hier mal... Melde mich zum Dienst! Ein paar rein und machen. Das finde ich übrigens ein bisschen lästig, dass man hier nicht irgendwie diese Stellungen. Damit sollte das eigentlich abgesichert sein. Verstärkung macht Meldung! So. Verstärkung bereit. Gehen wir über C oder über A? Ich denke, wir werden erstmal über A gehen. Wir sind eingetroffen und warten auf Befehle. Hier machen wir dicht. Und holen uns dann entsprechend. Ich denke, für die erste Welle bin ich fast dafür, dass wir... Warte mal. Vielleicht zwei von denen. Melde mich zum Dienst. Haben wir nämlich auch nicht so viele. Verstärkung macht Meldung. Und dann machen wir hier noch zwei von denen rein. Bereit. Müssen wir einmal hier diese Lücke vielleicht schließen, falls das geht. Aber wahrscheinlich ja nicht. So könnte es gehen. Wir sind eingetroffen und warten auf Befehle. Dann werden wir... Gut. Jetzt wollen wir de facto auf alle Fälle zwei von denen, weil die könnten doch, die müssten doch jetzt eigentlich schon entsprechend Gas verpulvern können. Machen wir hier eine rein. Und hier eine rein. Wollen wir noch eine Batterie machen? Also wichtig ist das Unterdrücken auf jeden Fall. Ich habe noch 23. Wollen wir uns noch eine leisten? Nee, das...
Da komme ich nicht hin. Das ist Merde. Aber hier würde ich noch hinkommen. 90. Machen wir das? Ach komm, was kostet die Welt? Egal. Wir werden jetzt hier hinten noch gar auffüllen. Wir kommen wohl zu spät zur Party. Falls er hier auf dumme Gedanken kommt. Melde mich zum Dienst. Verstärkung macht Meldung. Gut. Und dann können wir meines Erachtens nach die Schlacht starten. Wohlstand lässt sich nur durch Frieden erreichen. Ja, das ist wohl so. Denn Frieden ernährt, Unfrieden verzehrt. Wusste schon meine Oma immer zu sagen. Und nicht der gute alte, nur der gute alte Paul von Hindenburg. Okay, okay. Wir sind da, wir sind da, wir sind da. Schaltet ihre Piloten aus. Wir werden jetzt einmal Flugzeug holen. Okay, australische, neuseeländische Truppen. Und hier ist die Batterie, aber Ballon sehe ich keinen, um ehrlich zu sein. Seid bereit, Jungs! Für Sperrfeuerwalze laden! Wir haben unsere Ziele! Feuerwalze klar machen! Feuer! Ladet sie nach! Sperrfeuerwalze befohlen! Feuert auf diese Stellung! Position und Feuerwalze vorbereiten! Feuerwalze einschaffen! Diese Position bereit. Mit Sperrfeuer belegen! Alle Waffen abfeuern! So geht das jetzt nach unten? Wir wissen natürlich nicht, ob er hier noch eine Batterie hat. Weil leider klären die Flugzeuge nicht wirklich auf, ne? Positionen vorbereiten. Mannschaften bereit. Bereichsfeuerwalze. Bereit, Jungs. Alle Waffen abfeuern! Bereit für Sperrfeuerwalze! Sperrfeuerwalze befohlen! So, das sollte es dann auch gewesen sein. Dann können wir hier anfangen zu feuern. Aber ihr baut jetzt hier schon die besseren Gräben, seht ihr das? Okay, seine Batterie, zumindest mal die eine ist weg. Wisst ihr, was ich vergessen habe aufzustellen, ich Dummi? Oder haben wir hier gar keine Panzer dabei? Ja, okay, dann haben wir eben keine Panzer dabei. Was für ein Scheiß. Aber wir werden das auch so hinkriegen. Mannschaften bereit! Sperrfeuer befohlen! Feuerwalze einleiten! Bereit, Jungs! Für leichte Sperrfeuerladen! Bereit für Sperrfeuerwalze laden! Wir werden erst die erste Reihe nehmen, dann die zweite, dann die dritte, dann die vierte. Krass ist bloß hier bei A, dass im Prinzip gleich danach, das ist Montreuil oder wie das heißt, ist ganz schön gut befestigt. So. Koordinaten für Feuerwalze prüfen. Positionen vorbereiten.
Gasgranaten laden. Feuer! Mich würde mal interessieren jetzt nur, was das ausmacht oder was das kann, ja. Oh, guck mal, das scheucht die aus den Gräben raus. Das ist ja interessant. Wow. Wenn du da Panzer hast? Und entsprechend Artillerie. Aber wie viel kostet das denn? 80. Boah. Boah, das ist natürlich heftig. Das kostet 80. Wow. Wir haben neue Befehle. Wir müssen diese Stellung halten. Warten auf Befehle. Bereit machen. Die Generäle wollen diesen Abschnitt haben. So, wir werden nach vorne gehen. Ich frage mich nur, wie lange das hier anhält. Oder kommt er? Aber scheinbar ist das ein dauerhafter Zustand. Achtung, jetzt aber im Laufschritt. Wir haben neue Befehle. Wir halten hier. Wir haben neue Befehle. Ausrücken! Feuer frei! Wir sind unterwegs. Wir halten hier die Stellung. Den lassen wir gleich mal fliehen. Wir ziehen uns zurück. Mannschaft, Sperrfeuerwalze befohlen. Feuert auf diese Stellung. Seid bereit, Jungs. Diese Position mit Sperrfeuerwalze einleiten. Bereit für Sperrfeuer befohlen. Alle Waffen abfeuern. Neue Befehle gehen ein. Granaten los. Bereit machen. Achtung. Die Feuer hoch. Wir haben neue Befehle. Feuerstellung. Wir haben neue Befehle. Warten auf Befehle. Auf der Feuerstufe bereit machen. Bereit machen. Bewegt euch. Okay, da ist noch ein anderer Granatwerfer. Klar machen. Feuer! Achtung! In Stellung gehen! Wir müssen los! Na komm, hüpf da rein! Mannschaft bereit für leichte Sperrfeuerladen! Feuert auf diese Stellung! Für Jungs. Sperrfeuerwalze laden! Feuerwalze einleiten! Okay, die erste Reihe haben wir. Also wenn man Panzer hat und tatsächlich Giftgrasgranaten dahin schmeißt und die gehen aus den Gräben raus, das ist natürlich fatal, ne? Wollen wir nicht erzählen. So, jetzt führen wir mal die anderen hier ran. Neue Befehle. Jetzt aber im Laufschritt. Und holen uns gleich nochmal Nachschub. Verstärkung bereit. Wir haben neue Befehle. Ausrücken. Ladet sie nach. Auf Feuerwalze vorbereiten. Wir haben unsere Ziele. Positionen vorbereiten. Diese Position mit Sperrfeuer belegen. Feuer! Warten auf Befehle. Mannschaft, Sperrfeuert auf diese Stellung. Die Arme hoch, Jungs. Bereit machen. Wählt eure Ziele. Bereit an der Linie. Seid bereit.
Granaten für leichte Feuerladen! Warten auf Befehl! Achtung, wir sind unterwegs! Feuerwehr an die Linie! Bereit für Feuerbefehle! Reichsfeuerwalze laden! Alle Waffen abfeuern! Wir haben neue Befehle! Positionen vorrücken! Wir haben neue Befehle. Vorstellung einnehmen! Mannschaft, Sperrfeuerweise befohlen! Bereit machen! Legt den Arm ein! Warten auf Befehle! Auf der Feuerstufe bereit machen! Wir ergeben uns! Seid bereit, Koordinaten für Feuerwalze prüfen! Feuert auf diese Stellung! Ja, er zieht dann, er gibt dann nicht so schnell klein bei. Wie ihr sehen könnt. In Stellung gehen! Vielleicht sollten wir uns da doch nochmal. Verstärkung macht Meldung! Zwei von denen holen, solange wir es können. Feuerwalze! Feuerwalze einleiten! Achtung! Sind die kleiner als die ersten? Los! Wir sind eingetroffen und warten auf Befehle. Bereit für Befehle. Position bestätigt. Wir haben neue Befehle. Wir müssen los. Werden sie jetzt über die Planke angreifen? Wenn wir diese Stellungen haben, da oben ist auch noch eine. Wir werden versuchen, tatsächlich hier in diesen Geschützgraben zu kommen und sie dann von der Seite aufzurollen. Also erst ja, in diesen hier zwei Stück und in diesen hier. Und wenn sie im Graben sind, können sie ja von denen hier nicht mehr getroffen werden. Also so ist mein Plan. Neue Befehle gehen. Okay. Dann geht ihr mal hier rein. Wir haben neue Befehle. Und ihr geht mal hier rein. Ladet diese Position mit Sperrfeuer belegen. Mal einmal die hier befeuern. Sperrfeuer befohlen. Wir haben unsere Ziele. Warten auf Befehle. Granaten bereit. Für leichte Sperrfeuerladen. Feuer! Das sollte genug Unterdrückungsfeuer sein. Warten auf Befehle. Feuer frei! Achtung! Seid bereit, Leute, klar machen! Feuert auf diese Stellung! Bereit für Feuerbefehle! Feuerwalze laden. Einleiten! Ja, die sind tot, bevor sie da sind. Bereit machen! Angriff! Bereit für Befehle! Angriff! So, und damit hätten wir dann A, denke ich, schon mal eliminated. Genau. Wunderbar. Müssen wir jetzt mal gucken, wie die Jungs hier gegen die hier abschneiden.
Ja, doch, ganz gut, ganz heftig. Achtung! Feuerstellung einnehmen! Dann könnt ihr euch mal zurückziehen. Wir haben neue Befehle. Und ihr euch auch. Wir kommen wohl zu spät zur Party. Diese Stellung gehört uns. So, das hätten wir geschafft. Hier unten sind auch noch zwei von diesen Dudes drin. Die holen wir uns natürlich. Wir sehen halt hier jetzt hier nichts, ne? Bin fast der Meinung, wir sollten hier mit einem loslaufen und gucken, was passiert. Ladet sie nach! Feuerwalze vorbereiten! Alle Waffen abfeuern! Achtung! In Stellung gehen! Bereit an der Linie! Also hier hinten scheint er nicht wirklich viel zu haben, ne? Sind wir nämlich schon im Graben. Wir haben neue Befehle. Feuer! Und dann können wir doch hier rüber gehen. Und die da raus knocken. Wir haben neue Befehle. An die Linie! Warten auf Befehle. Wir müssen diese Stellung halten. Bereit machen. Die Generäle wollen diesen Abschnitt haben. Achtung! Feuerstellung einnehmen! Neue Befehle gehen ein. Wir haben neue Befehle. Auf der Feuerstufe bereit machen. Wir haben neue Befehle. In Stellung gehen. So. Hier vorne hat er welche sitzen. Okay. Interessant. Aber C holen wir uns dann sozusagen, nachdem wir B geholt haben. Das sind 4 Punkte, Alter. Warten auf Befehle. Bereit machen! Bereit an der Linie! Achtung! An die Linie! Wir haben neue Befehle! Feuerstellung einnehmen! Wir haben neue Befehle! Auf der Feuerstufe bereit machen! In Stellung gehen! Warten auf Befehle! Nein, ich will... So, dann haben wir das. Warten auf Befehle. Bereit machen. Achtung, bereit an der Linie. Okay, da oben haben wir leicht die Oberhand. Hier waren tatsächlich welche drin. Vielleicht können wir denen hier noch ein bisschen was abnehmen, bevor die... Oh Scheiße, oh Scheiße, 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 Scheiße. Ja. Wir halten hier. Okay. Wir haben neue Befehle. Linie. Wir haben neue Befehle. Wir gehen zurück. Ja, das finde ich ganz gut, wenn ihr zurückgeht. Komm. Nicht fliehen. Oh. Warten auf Befehle. Ich lasse die hier mal da. Bereit machen. Feuerstellung einnehmen. Bereit machen. Obwohl, ich schmeiß die raus. Melde mich zum Dienst. Verstärkung macht Meldung. Okay. Scheiß Idee. Nachladen. Wir halten hier die Stellung. Gefecht. Diese Stellung gehört uns. Auf der Feuerstufe bereit machen.
Mannschaften bereiten für Feuerwalze prüfen. Ja, da kann, da kriegt er jetzt schön einen drauf. Achtung! Wir haben neue Befehle. Wir haben neue Befehle. In Stellung gehen! Warten auf Befehle. So, ihr zieht euch mal bitte zurück. Marsch, marsch. Verstärkung bereit. Geh halt hier rein, du Depp. Ich weiß nicht, also das ist doch scheiße. Wir haben nur noch 12 Minuten. Könnte problematisch werden. Bereit für Feuerbefehle! Sperrfeuerwalze befehlen! Achtung! Wählt eure Ziele! Wir haben neue Befehle. Wir müssen diese Stellung halten. Reihen schließen! Die Generäle wollen diesen Abschnitt haben! Wir haben neue Befehle. Warten auf Befehle. Wir halten hier. Bereit machen. Guck mal, aber ich komme hier bis hier drüben hin. Das ist gut. Das war mir gar nicht so klar. Da kommt mir nämlich eine Idee. Wir werden die vordere Linie jetzt von vorne erstmal holen. Wir haben neue Befehle. Ladet sie nach. Und nachdem er hier mit zwei Mannschkeln drin sitzt, kriegen die jetzt erstmal richtig schön was ab. Wir haben unsere Ziele. Wir haben neue Befehle. Feuermänner! Augen offen halten. Nee, ihr könnt doch da rein, oder nicht? Was hindert euch? Komisch, die laufen aneinander vorbei, das ist ja witzig. Bereit machen! Feuer frei! Schwenkt die weiße Fahne! Gott. Achtung! Wir haben neue Befehle! Auf der Feuerstufe bereit machen! Wir haben neue Befehle! In Stellung gehen! Angriff! Mannschaften bereit! Reichsfeuerwalze! Seid bereit, Jungs! Feuert auf diese Stellung! Warten auf Befehle! Feuer! Bereit machen! Die Waffen niederlegen! Scheiße, wieso gehen die denn außen entlang? Ich verstehe das nicht. Meine Scheiße. Wir haben neue Befehle. Okay, die vorderen Reihen werden gelichtet. Wir haben neue Befehle. Bereit für Feuerbefehle! Diese Position mit Sperrfeuer einleiten! Warten auf Befehle! Bereit an der Linie! So, alle Mann da rein. Bereit machen! An die Linie! Ladet sie nach! Positionen vorbereiten! Koordinaten für Feuerwalze prüfen! Abfeuern! Mannschaften bereit! Wir können hier nicht gewinnen! Wir haben unsere Ziele! Achtung! Wir haben neue Befehle! Feuerstellung einnehmen! Seid bereit, Sperrfeuer befohlen! Wir haben neue Befehle! Warten auf Befehle! Auf der Feuerstufe bereit machen! Bereit machen! Achtung! Wir haben neue Befehle.
Bereit für Feuerbefehle. Granaten für leichte Sperrfeuer laden. Okay, gucken wir mal. Wir haben neue Befehle. Schick mir die mal heim. Warten auf Befehle. Bereit machen. In Stellung gehen. Okay, also man muss so draufklicken, scheinbar, um einen Graben einzunehmen. Passt für mich. Ladet sie nach. Feuerwalze klar machen. Feuert auf diese Stellung. Auf Feuerwalze vorbereiten. Feuerwalze einleiten. Und jetzt habe ich eine lustige Idee. An die Linie. Wir haben neue Befehle. Feuerstellung einnehmen. Wir werden jetzt eine Pause machen. 284, das machen wir noch. Wir sind eingetroffen und warten auf Befehle. Und jetzt werden wir sie gleich mit einem Giftgasangriff herauspushen aus ihren Stellungen. Und dann werden unsere in den... Oh, 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 wo ist er? Wo ist er? Da sind sie. Mannschaften für Sperrfeuerwalze laden! Sperrfeuerwalze befohlen! Wir haben unsere Ziele! Bereit diese Position mit Sperrfeuer Feuer. Belegen! Ladet sie nach! Sperrfeuer befohlen! Feuert auf diese Stellung! Vorbereiten für leichte Sperrfeuer laden! Mannschaften bereit! Alle Waffen bereit, Jungs! Wir haben unsere Ziele! Okay. Wie viel kostet mich so ein Giftgas? 80. Der muss natürlich ganz schön sitzen. Warten auf Befehle. Auf der Feuerstufe bereit machen. Wollen wir das einmal probieren hier unten? Vielleicht kommen die raus und wir schießen die dann ab, ha? Huh? In Stellung gehen! Wir haben neue Befehle. Bereit an der Linie! So. Scheiße, wieso gehst du denn raus, Alter? Mann, ey. Ladet sie nach. Auf Gasgranaten vorbereiten! Feuer! Die Arme hoch, Jungs! Okay, die sind davon scheinbar nicht tangiert, so ein Scheiß. Ja, dann... Position für Sperrfeuerwalze laden. Feuert auf diese Mannschaften Stellung. Mannschaften bereit. Feuerwalze einleiten. Wir haben neue Befehle. Warten auf Befehle. An die Linie. Bereit machen! Achtung! Geh halt da rein, Mensch!
Das ging gerade noch mal gut. Pause. Da ist noch 3 Minuten, Alter. Diese Position mit Sperrfeuer belegen. Wir haben neue Befehle. Wir halten hier die Stellung. Ihr müsst jetzt stürmen, hilft alles nichts. Wir haben neue Befehle. Diese Stellung gehört uns. Alle Punkte gehen an die Deutschen. Ja, das ist gut, das ist gut. Kapitulation. Jawohl. Puh. So hätten wir jetzt nochmal richtig Gas geben müssen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber irgendwie hat das jetzt nicht funktioniert. Warum auch immer. Vielleicht hatten die Gasmasken auf oder so. Großer Sieg, jawohl. So ist recht. So ist recht. Und so unterscheidet sich der Freie von dem Knecht. So, in der Planungsphase reserviert, okay. Schon gewusst. 11, sehr gut. Boom. 1 Stern. Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier wirklich runtergehen möchte. Warten auf Befehle. Oder ob ich hier unten noch irgendwo verstärke. Weil hier hat er schon einiges aufgefahren, muss man mal sagen. So, da staunst du, ne? Weil was du kannst, kann ich auch. Ja, Leute, ich denke, in der nächsten Folge werden wir dann von Bruyère, La Bussière, das hier gar einnehmen. Und dann wäre hier eine Reihe von Zweierprovinzen. Das könnte ein Weg sein. Theoretisch wäre das auch hier der Fall. Wären wir aber weiter weg. Aber guck mal hier, dieser Weg wäre auch ganz okay. Ich weiß gar nicht, was passieren würde, wenn man... Was passiert eigentlich, wenn wir diesen hier nehmen? Dann sind die doch hier abgeschnitten, oder? Alter. Ist das so? Da haben wir einen Putt. Wenn ich Chaumont abschneide, bin ich mir relativ sicher, dass es keine Verbindung mehr zur Hauptstadt gibt. Wow, das ist natürlich übel. Befehle gehen, Achtung! Wir sind unterwegs! Wir haben neue Befehle. Wir müssen unbedingt diese City hier ein bisschen ausbauen. Und ja, ich würde vorschlagen, das machen wir dann aber gemeinsam in der nächsten Folge. Nächstes Wochenende. Ich möchte an dieser Stelle schon mal sagen, es kann gut sein, dass ein kleines Infovideo folgt. Denn... Der neue Patch und das neue DLC bei Crusader Kings 3 ist herausgekommen. Kann sein, dass ich da auch mal wieder ein bisschen zu langen werde. Wie und was überlege ich mir noch genau? Informiere ich euch rechtzeitig über so ein Infovideo wie immer. Ja, ich muss mal gucken, wie ich damit umgehe. Ja, lasst euch überraschen.
In diesem Sinne, macht's gut, bis dann, euer Don Firenze.